So, habe ich die Ehre und ein schöner Grüß. Heute wird's hart. Unser erster 3000er. Ja. Schauen wir mal, wir waren schon mal da, haben abgebrochen wegen Schnee, aber heute sollten wir es schaffen. Heute gibt's keinen Abbruch. Heute gibt's keinen Abbruch. Höchstens ein Zusammenbruch. Das haben wir schon. So, wir sind auf dem Radl Richtung Fahnealm. Und kurz vor der Fahnealm. In das wunderschöne Tal hier rein. Schon grandios. Erstmal einen Kaffeestopp, würde ich sagen, oder? Wenn wir schon da sind, an der Fahne allem natürlich. Ja. Einen kleinen Cappuccino. Nach dem Bier. Was hast du noch drin? Rich Spirits. Geile Sache. So, wir lassen die Fahne allem hinter uns. Und jetzt geht's Richtung Brixner Hütte. Weg noch. Gestern am Fahren, ich muss schirmen. Ich bin hier raus. Aber trotzdem, sehr schön. Grüßt euch! So, da ist sie. Brixner Hütte. Super geil da. Aber war ein zacher Aufstieg. Seid ihr jetzt auch schon da, ja? Scheiße, ich habe nur auf euch gewartet. Bis ihr ausgeruht seid, das können wir sofort weitermachen. Wie wird das? Ja, schönen Gruß. So, nach der kurzen Klettereinlage sind wir da. So in der Höhe. Das ist mal krass, ja. Jetzt schleppt man schon eine halbe Stunde unser Radl da an Felsen auf. Also das ist ein absoluter Krampf. Schaut euch das mal so. Das ist brutal. Aber er ist auch wieder runtergefahren, das Stück, gell? Das ist ein Fahrer. Ganz einfach. Wir machen jetzt Brotzeit. Weil jetzt haben wir da, wie lange haben wir jetzt dann auftragen? Eine Dreiviertelstunde? Eine Felswand? Ja. Das ist eine halbe Bergsteigertour. Aber das Panorama ist cool. So, und weiter geht's. Tragen, schleppen. Bis zum Joch, ein bisschen haben wir noch. Da müssen wir dann auf und dann lassen wir die Radl stehen. So, wir haben es geschafft, wir sind endlich oben. Wir haben jetzt die Radl da abgeschlossen und gehen die restlichen, wie viele Höhenmeter haben wir jetzt noch? 200, glaube ich. 200, wir sind jetzt auf dem Joch, da oben ist die Kreuzspitze. Das tun wir jetzt nicht mehr an, weil das ist eine Farce und sonst gar nichts. Also, auf geht's zu Fuß weiter. Ein Stündal steht da. Und das gilt übrigens für alle. Thank you.
So, jetzt auf die letzten paar Meter haben wir da Albi lieberweise meinen Rucksack abgenommen. Gerne. Weil ich hab's ja ganz leicht gehabt mit dem Fahrrad hoch. Ich sag's euch, gleich 3 Tage im 50er feiern. Ja. Jetzt merke ich's. Aber jetzt habe ich's gleich. 3100, what the hell steht da? 32. Bis gleich, ich krieg's die Aufnahme. So, wir sind oben. Geradezu, da unten, am Stein. Ja, da stehen auch Rucksäcke. Ein roter? Hey, na komm. Ich mach das. Ich würde sagen, vielleicht ums. Ja, eben. Das war gerade nicht ernst gemeint. Ich bin halt da. Dann haben wir zwei, drei neue Fahrräder. So, also, wir haben es echt. Christian, warte mal kurz. Geschafft. Dann wir so, ja, so stark. Stimmt, ja. Entschuldigung. Leider fahren wir nicht hier rüber. Hier wäre es ja echt cool. Nee. Ha? Nee. Nee, wir fahren da rein. Deswegen wird es mit dem Filmen wahrscheinlich, schauen wir mal. Aber ich hoffe, wir können noch ein paar Aufnahmen machen. Ich meine, wie oft fährt man also in den Staub drauf bekommen, ja, und jetzt hat es geregnet. Genau, also fahrbar ist jetzt noch nichts, aber weiter unten geht's los. So, wir sind alle auf dem Radl. Der Zoll geht runter. Auf geht's, Mädels. Jawohl, Mädels. Lass laufen. Los. Jawohl! Jetzt hat es endlich aufgehört zu regnen. Mein Gott, Hagelregen. Das war echt nicht mehr schön. Jetzt sind wir komplett durchgenässt und schauen aus wie die Sau. Sehr, sehr schön. Was ist denn hier los? Ja, Max, da bist du ein bisschen leichter. Die sind aber echt ganz schön in Ordnung. So, wir haben jetzt eine rasante Abfahrt gehabt. Wir sind im Auto. Total fertig. Eins ist einmal klar: Wer dann auffahrt, der braucht Ausdauer, weil das ist Schleppen. Ja. Also mit Fahrradfahren hat das gar nicht mehr viel zum tun. Das ist also nur die Vollprofis nachfahren, weil da hast du ein Toto um. Aber wie immer trotzdem danke fürs Zuschauen und Habi Daddy. Servus.